Oi, da was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Aus dem Fun Time in München. Geiles Ort, um Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Heute mit einem Digital Bug Review. Spezialgast, Chong. Aber er kann auch echt noch was dazu sagen, weil es mit dem Sektor was zu tun hat. Ja, muss er auch. Spezialgast Chong und Steve und Tati. Ja, Mann, ich bin heute nur ganz links. Ich mach heute gar nichts. Die beiden so ein bisschen quatschen, oder? Scheiße. Ich bin nicht so reingezogen, mehr natürlich so zum Team gehören. Tust du nicht? Ich bin mit dem Deko. Oh mein Gott, Mann, was ist das hier? Du bist von der Gruppe. Freundesgruppe. Ich krieg so kein Merchandise. Wo sind meine T-Shirts, meine Caps? Ja, kriegst du. Wenn du dich engagierst, kriegst Sonntag, du. Okay. Du denkst, du bekommst einfach so einfach alles. Doch, echt? Ja, natürlich. Du bekommst das Team und dann bist du dann gleich... Ja, Aufnahmebonus. Ihr müsst mich schon locken mit irgendwas. Okay, was ich fotzen, Leute. Ja? Aufnahmefotzen kriegst du gleich. Aufnahme. Fragt mal an jetzt hier, Alter. Oh mein Gott, so viel Text. Leg los. Ja, ich geh schon vor. Ihr seid echt... Du musst es nicht vorlesen, erkennst du den Effekt. Ja, also dann. Ja, aber ich kenne mich nicht aus. Geht doch nicht mit dir, Mann. Achso, ja, du zeigst mir. Ja, aber es geht ja um die Fans, oder? Die sollen ja auch wissen, was die Effekte sind. Okay, mach das lieber. Ja, schau. Kannst du ihn mal mehr vorlesen, oder was? Digga, schau mal, wie Text. Okay. Ich mach auf PTA drauf. Also, jetzt kommen wir mal zu den Diggle-Debug. Hier der erste, das ist der Cocoon Dancer. Also nicht Dancer, sondern Dancer. Allgemein so. Was ist das? Das sind alle Insekten und so. Ja, das sind alle Insekten, aber... Alle Insekten, Level 6. Habt ihr gehört, alle Level 3, alles Licht, ja. Und okay, kommen wir mal zum ersten. 0 ATK 2000 Dev. Cannot be used as an wise, wie sagt man nicht jetzt mal? Ja, als Exceed-Material von Exceed Summon, except for the Exceed Summon of an Insect-Type Monster. Oh mein Gott. Once per turn, if this card is in attack position, you can target one level 3 insect type monster in your graveyard. Change this card to defense position and if you do, special summon that target in defense position. An exceed monster that was summoned using this card on the field as an exceed material gains this effect. If it's attacked in defense position, monster your opponent cannot activate cards or effects until the end of the damage step. Genau. Also die meisten dieser Monster haben alle den, also der ein Effekt, den sie sich alle teilen, ist, dass sie nicht für eine Exceed-Beschwörung genutzt werden können, außer für ein Insektenmonster. Genau. Und auch einen Effekt haben sie halt auch noch, dass wenn sie für eine Exceed-Beschwörung benutzt werden, dass das Monster eben einen Effekt bekommt. Ähnlich wie die Yangtze-Monster, wenn du Synchros mit denen machst. Aber der ist ja eigentlich recht gut, oder? Also den tust du dann normal sammeln? Dann drehst du einen Death und dann kannst du einen Special aus dem Deck, genau. Oder? Also nein, die haben alle einen ähnlichen Effekt. Er beschwört aus dem Friedhof, der andere aus dem Deck und der andere aus der Hand. Ganz klar. So genau. Okay. Die beschwert sich also alle bei den Effekten müssen wir jetzt nicht wirklich groß erklären. Gehen wir zum nächsten. Das ist jetzt der Digital Bug Web Soldier. Erster Effekt, wie gesagt, ist gleich. Für nichts beschworen werden, außer für Insekten. Und einmal pro Zug. Also die Voraussetzung, die Monster haben müssen, ist, dass sie alle in Angriffsposition sind, weil sie durch den Effekt halt in Defense gedreht werden. So wie Wind-Up Maus, war das die Maus? Wind-Up Red. Oder Red, ja genau. Aber Wind-Up Red dreht sich selber in Death. Muss man die manuell in Death drehen? Also wenn du den Effekt genutzt hast, dann... Durch den Effekt. Ja, also nachdem du den Effekt genutzt hast, gehen die in Death. Und dann kommt erst das Monster. Und dann kommt erst das Monster, genau. Falsch verstanden. Ich dachte, nee, warte. Wenn du sie in Defense drehst, indem du sie halt in Defense drehst. Nein. Du aktivierst den Effekt, spezialbeschwörst das Monster und drehst sie danach erst. Ja, dadurch wird das Deck besser, ja. Weil du dachtest, die müssen eine Runde überleben, oder? Ja, genau. Nein, mussten sie nicht. Okay, dann schon echt krass, Mann. Insektor. Oh mein Gott, ich glaube, Hong will auf die DM Insektor Diggle-Tagbach spielen, Leute. Licht und Finsternis, Black Luster Soldier. Oh mein Gott. Ein Artist Dragon, Leute. Genau, kommen wir zu seinem zweiten Effekt, wenn er eben als Material benutzt wird für eine Exceed-Beschwörung. Der von der Hand, ja. Okay. Genau, das ist der Monster von der Hand beschwört. Und wenn er für Material bei einer Exceed-Beschwörung benutzt wird, werden alle Monster vom Gegner in Defense gedreht und deren Angriffspunkte Defense werden auf 0 gesetzt. Also die meisten der Monster haben halt, also alle, also das ganze Thema von dem Deck ist Attack Position ändern und Angriffspunkte, Defense-Punkte reduzieren. Und der hat ja gesagt, der kann nichts aktivieren, der genau. Macht auf 0. Ja. Genau, dann gibt es noch den, das ist jetzt der aus dem Deck beschwört. Also der ist der krasseste, oder? Der Beste. Im Endeffekt, also er ist der Beste auf der Startlinie, sagen wir es so. Außer du hast halt irgendwie 3 Insekten auf der Hand, dann ist der andere halt auch nicht schlecht. Okay. Genau, und sein Effekt bei der Beschwörung ist, dass er alle Defense-Position-Monster vom Gegner angreifen kann, die halt
draußen. Oh, sprich, wenn du mit ihm und dem anderen machst, dann setzt du alle auf 0, die 5 Monster halt und dann greifst du halt an. Okay. Wobei, da kommen wir jetzt erstmal zu den Zauberkarten, würde ich sagen. Die sind hier. Aber ganz am Anfang von denen, Mann. Oh mein Gott! Mein Gott, sag ich doch, Alter! Was ist das, ne? So. Gibt's nur eine, oder? Genau, es gibt bis jetzt nur eine, das ist die Bug Matrix, das ist die Spielfeldzauberkarte. Alle deine Insektenmonster kriegen 300 Attack und Defense. Und du kannst ein Insekten Exceed-Monster wählen und ein Insektenmonster von der Hand ausrüsten. Das wird erst Sinn ergeben, wenn wir die Exceed-Monster erklären, weil die halt meistens besser werden, je mehr Materialien du dran hast. Und dann kommen wir zu der... Sorry? Was ist das? Eine Ausrüstungszauberkarte? Nee, Spielfeldzauberkarte. Okay, flippt er da aus jetzt, oder? Okay. Ich höre nicht zu, Mann. So, dann kommen wir zur Bug Emergency. Ähnlich wie bei den Lunar Lights denke ich auch, dass die Falle hier die beste Karte im Deck bis jetzt ist. Du wählst 2 Level 3 Insektenmonster in deinem Friedhof und spezialbeschwörst sie, aber deine Effekte sind negiert. Was dich halt meistens nicht interessiert, weil du die ja eh für eine Beschwörung nutzen willst. Aber wenn man wenn die jetzt negiert sind, die Effekte, dann kannst du auf andere Dreier gehen, oder? Oder solltest du. Das ist eine gute Frage, warte. Da steht irgendwo Condition. Ich würde. Condition, Mention. Das ist eine Condition, oder? Da. Das erste ist eine Condition, also sprich, geht anscheinend nicht. Vielleicht ist die Condition auch das, dass es ein Monster in Attack Position sein muss. Nein, da steht ja, der erste Satz ist ja die Condition. Cannot be used as an YZX. Aber ist es nicht auch bei, wie heißt das, Burning Abyss, Tuner Monster? Ja, und da kann man es nie. Da kann man es nicht machen. Du kannst nur auf ein Ding gehen. Okay. Das ist auch eine Condition. Ja, okay, dann schade. Kommen wir zu dem anderen Effekt. Also du kannst natürlich nur eine pro Zug davon aktivieren und dann kannst du sie aus dem Friedhof, aus dem Spiel entfernen mit einem Exceed-Monster, was du im Friedhof eben hast. Und alle Insektenmonster, die du, also alle Level 3 Insekten, die du auf dem Feld hast, kriegen dann eben das Level gleich dem Rang von dem Monster. Sprich, wenn du jetzt ein Level 7er Exceed-Monster und diese Karte banishst, dann haben alle deine Level 3 Insekten auf dem Feld, sind dann auf einmal Level 7. Was halt immer noch nichts bringt, weil die trotzdem sagen, du kannst für nichts anderes als Insekten. Ich wollte gerade sagen, gibt's Level 7er Insekt? Die haben eins. Die haben Level 3, 5 und 7. Also dann ist es ja gut, oder? Das ist eigentlich nicht wirklich. Oder kommst du nicht auf den 7er? Du kommst schon, aber er sackt halt. Ach so, also er ist schlecht. Man spielt ja, glaube ich, nicht schon. Ja. Also gehen wir jetzt zu den Exceed-Monster, ne? Genau, gehen wir zu den Exceed-Monster. Gehen wir mal zu den 3er, oder? Ja, genau. Erst 3er ist der hier. Was ist das hier? Alter, der hat schon krassen Namen. Genau, Digital Bugs, Skaradiator. Der Skaradiator, Alter. Er braucht 2 oder mehr Level 3er Lichtinsekten Monster. Also Licht. Sehr, sehr deckspezifisch. Einmal pro Zug, in deinem oder im gegnerischen Zug, kannst du 2 Materialien abwählen. Abhängen, dankeschön. Ein Monster von Gegner wählen, die Battle-Position von ihm ändern, also von Angriff in Defense oder Defense in Angriff und die Effekte von ihm negieren bis zum Ende des Zuges. Ah, dann kannst du mit diesem einen Angriff, der alles auf Null macht. Ja, also, ja, naja. Dazu kommen wir schon. Ja, den Death wird krass. Genau, also, einmal pro Zug, wenn diese Karte im gegnerisches Monster zerstört und im Friedhof schickt, kannst du das Monster, das er zerstört hat, eben als Material anhängen, um eben noch mehr Attachments zu haben. Also das, was er zerstört, kommt wieder drunter. Genau. Ich bin jetzt nicht. Wenn er jetzt dann rein theoretisch mit dem anderen da Exit beschworen wird, dürfte er dann mehrere Monster angreifen. Dann alle, die er angreift, kommen dann drunter wieder. Genau, würden dann drunter kommen, wenn er sich eben alle im Kampf zerstört. Ja. Ja, ja, ja. Genau. Ja. Dann kommen wir zu dem 5er. Das ist die Corribage. 2 Level 5 Light Insect Monster, also die Beschwörungsbedingungen von denen sind alle gleich, die brauchen das Level, was die haben und dann halt Insekten Lichtmonster. Jetzt kommen wir aber zu dem, was das ein bisschen besonders macht. Du kannst die auch beschwören, indem du 2 Materialien von dem Level 3er detached, weswegen es halt gut ist, dass du so viele Materialien wie möglich drauf bekommst, damit du den Effekt nutzen kannst und halt noch das andere Monster beschwören kannst. Once per turn. Das ist aber echt zu groß, das ist nicht voll Combo-abhängig. Also. Absolut. Voll. Absolut. Eins geht genau, einmal pro Zug kannst du ein Monster in Defense-Position wählen und es in Stack mischen. Das ist wieder eine Sache, es targetet halt. Mhm.
Und dann once per turn, wenn die Kampfposition von einem Monster wechselt, dann kannst du ein Insektenmonster aus dem Friedhof als Material attachen. Also auch wieder, der zweite Effekt ist wieder, damit du mehr Materialien bekommst. Und jetzt kommen wir zu den beschissenen 7. Ja, aber seine Werte sind nicht mehr gut, oder? Der hat 2-2 Angriff, Mann. Für einen 5er, für 5er Exceed, oder? Ja, dafür ist er da. Der hat 2-6 nur für einen 7er Exceed. Genau, jetzt kommen wir zu dem hier. Ja, alles in Defense, die auch wieder 2 Level 7. Nur wieder den einen Monster. Ja, kannst du auch wieder beschwören, indem du vom 5er zwei Material runternimmst und ihn halt dann drüber legst. Wenn diese Karte im Defense-Position Monster angreift, dann macht es halt Piercing Damage, also geht durch die Defense, was halt super. Und einmal pro Zug, im Zug von beiden Spielern, kannst du ein Material detachen und ein Monster auf dem Feld zerstören mit der höchsten Defense, also ein Monster vom Gegner zerstören mit der höchsten Defense. Die Karte ist ziemlich unbeeindruckend für das Level, was sie hat. Einfach nur grauenhaft, weil die anderen beiden Effekte sehen interessant genug aus. Und dann denkst du, okay, wenn der 7er jetzt richtig gut ist, dann kann das Deck was. Und dann kommt halt so etwas, was halt einfach shit ist. Eine Version von dem, Zauber- und Fallenkarten hatten wir schon. Eine Version von dem Deck, was ich gesehen habe, was nicht schlecht war, war eben mit Brilliant Fusion, weil eben alles Licht ist. Und du halt eben dann auch keine toten Insekten auf der Hand hast, weil du, wenn du Brilliant Fusion und den anderen hast, der aus dem Grave beschwört, hast du halt im Endeffekt gleich die Combo. Du kannst es halt auch mit AD Changer heißt er, glaube ich, dass du den halt in den Friedhof legst, damit du immer nach Wunsch der Position vom Gegner ändern kannst. Ich finde einfach immer noch, dass dadurch, dass die Bossmonster einfach so unglaublich schlecht sind. Ich meine, die Monster sind vielversprechend genug. Die Fallenkarte für das Thema auch eigentlich. Aber die Bossmonster sacken halt einfach viel zu hart. Wo ich bei Luna Light halt sage, die Bossmonster haben ein wenigstens Potenzial, schnell zu killen. Du kriegst ja zum Beispiel auch die viel schwieriger raus als die als zum Beispiel die Fusionsmonster bei den Luna Light zum Beispiel. Die kriegen viel schwieriger raus, also haben auch nochmal viel schlechtere Effekte eigentlich. Erstens das, zweitens, ich meine, die Attacks sind halt end der Witz. Echt scheiße. Ich meine, klar kannst du sagen, ja, aber der gegnerische Monster sind ja eh in Defense, wenn du angreifst. Du musst halt auch dann denken, wenn du angegriffen wirst, das ist halt, es hat halt nur 2-6. Ja. Dann spielt der Gegner so einen Forerunner, der halt auch irgendwie Level 7 ist und lacht mich halt dann aus. Und dann könnte sich nächstes Standby-Face doch so 1000 live. Rating? 3 von 10. Oh mein Gott. Das ist echt Worte. Oh mein Gott. Echt schlimm, Alter. Das war unsere Meinung zu dem Deck. Falls das echt so klappt ist, wie wir gerade herausgefunden haben, wurde mein Interesse geweckt. Wir werden sehen. Wir werden auch noch in der Deckliste sehen und das Deck in Action. Ansonsten hinterlasst mir mal einen Kommentar, was ihr von dem Deck haltet, wie ihr spielt und leidet nicht. Alright, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt grüßen.